Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Production Line auf meinem Kanal. Ich bin total baff von dem Game, ich finde es mega cool. Wir müssen hier dran arbeiten noch, Tankmutieren müssen wir noch hier machen. Wir haben jetzt eine eigene Achsenproduktion, das ist schon mal gut. Das heißt, das wird auf jeden Fall in Ordnung sein. Da kriegen wir auf jeden Fall gut Material fertig. Ansonsten müssen wir noch eine zweite Achsenproduktion bauen. Das ist aber nicht das Problem. Weil Achsen fertigen kostet 50.000 knapp. Das ist natürlich eine ganze Stange Geld, aber okay. Wir machen pro Auto aktuell 3.100 Gewinn. Wir haben Antiblockiersystem drin, Fahrer-Airbag haben wir drin, wir haben Scheinwerfer mit Kurvenlicht drin und Servolenkung haben wir drin. Das heißt, wir könnten mal gucken, ob wir vielleicht einmal höher gehen könnten. In Mittelklasse. Und damit mehr Geld machen könnten. Das müssen wir schauen. Ob das soweit funktioniert, ob das machbar ist. So, hier, das müssen wir einmal aufwerten. Zusätzliche Roboter. Die Tankmontage, ja. Alter, das ist mega geil, das Game, Leute, das sage ich euch. Uiuiuiui. Okay. Ich glaube, die Achsenmontage, die ist momentan am Hängen. Ist aber nicht schlimm. Wir könnten noch eine zweite Achsenmontage bauen. Das wäre nicht das Problem. Eine zweite Achsenmontage könnten wir noch bauen. Das wäre in Ordnung. Ja. Ich glaube, das sollten wir machen, weil die Produktion ist ja am Laufen. Können wir aufwettern früher Bestandsverbrauch. Bestandsverbrauch, okay. Benötigt ein Stahl und produziert zwei Achsen, okay. Warte auf Ressourcen, ja, das ist das Problem jetzt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir noch eine zweite Achsenfertigung machen. Tempomat erforscht, alle Slots abgeräten, Modelle bearbeiten. Dann kriegt er auch noch das hier drauf. Sehr schön. Nächstes Forschungsprojekt. Tempomat haben wir. Dann machen wir hier die Zentralfrigen. Türenspezialisierung brauchen wir. Wir brauchen eine Türenspezialisierung. Zubehör, verbesserte Verwaltung. Finden wir das hier. Komfortmerkmale, Leistungsmerkmale, Entertainment, Komfortmerkmale. Frostschutzbügel, Spurassistent, Türenspezialisierung. Wo ist die Türenspezialisierung? Wo ist die Türenspezialisierung? Sounderklärung, einklappbare Außenspiegel, das ist auch nicht gerade schlecht. Sonnendach, Umweltmerkmale, Heizung. Alarmanlage, Sicherheitsmerkmale. Wir brauchen die Türenspezialisierung. Wo ist die? Türen. Achso, macht er nicht. Okay. Türen. Ich finde es nicht. Nein. Da, danke. Wo ist das? Das können wir nicht machen. Das Druckluftsensor könnten wir machen. Ich will die Türenspezialisierung haben. Wo ist die? Bin ich blind oder was?
Zentralverriegelung, Fahrerassistent, Sicherheitsmerkmale, schlüsselloser Zugang, Alarmanlage, Klimaanlage, Lederausstattung, Umweltmerkmale, Komfortmerkmale, Türenspezialisierung. Wo ist das? Hä? Ja, da. Da ist es. Jetzt erforschen. Dann machen. Oh, ey. Alter Schwede. Stoßstrengenspezialisierung. Lüftungsproduktion, Spoilerproduktion. Alter Schwede. Wahnsinn. Okay, wir werden das nächste machen. Wir brauchen noch eine Achsenmontage. Achsenfertigung. Achsenfertigung brauchen wir noch. Das dauert zu lange. Achsen fertigen. So, das, danke. Eine zweite Achsenfertigung. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall machen. Das heißt, wir gucken nach dem Ressourcenförderband. Das ist verbunden und das ist hier nicht verbunden. Deswegen brauchen wir ein Ressourcenförderband für das. Das heißt, das müssen wir einmal hier abreißen. Dann müssen wir das nämlich einmal hier drüber verbinden mit zack und zack, dass das hier drüber läuft. Dann haben wir nämlich zwei Achsenfertigungen. Das sollte dann wesentlich schneller produziert werden und dann sollten hier keine Fertigungsmängel haben. Das heißt, alle 4 Minuten kriegen wir im Prinzip eine Achse circa. Ja, 2 Achsen, eher gesagt. Das ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Dann läuft das auf jeden Fall. Das heißt, hier haben wir jetzt bei... Okay. Hier haben wir ein Problem. Leute, wir haben ein Problem. Wir haben jetzt das hier soweit eigentlich verbessert, dass wir hier im Prinzip ein Problem haben, dass wir mit der Karosseriemontage nicht hinterherkommen. Alter Schwede. Okay, das heißt, das müssten wir auch mal machen. Karosserie montieren. Karosserierahmen, Dach montieren. Türverkleidungen montieren. Türen montieren. Das geht relativ schnell, das geht relativ schnell. Also zwei Karosserierahmen bräuchten wir. Machen wir erstmal einen. Dann haben wir nämlich kein Geld mehr. Dann kommt hier einmal die Produktion vom Dach, ne, die Dachmontage. Ich will das hier eigentlich relativ... Sollten wir hinkriegen, so. Und die Türenmontage. Dann haben wir das nämlich auch. Jetzt haben wir nämlich kein Geld mehr. Das ist das kleine Problem. Wir gehen mal mit dem Preis runter. Dass wir noch schnell Autos verkaufen. Komm schon. Konkurs. Manchmal gewinnt man und manchmal verliert man. Oh. Kredit aufnehmen. Okay, jetzt haben wir Kredit aufgenommen. Okay. Das heißt, da müssen wir echt drauf achten, Leute. Türverkleidung, Türenspezialisierung. Für das nächste Forschungsprojekt. Da müssen wir auf jeden Fall hier Außenspiegelproduktion. Okay. Ersatzreifen. Druckluftsensoren. Ich wollte hier noch was machen hier. Da. Zentralverriegelung. Jetzt erforschen. Alarmanlage. Erforschen. Die zwei Punkte kommen als nächstes.
hier haben wir Stillstand, das heißt, hier müssen wir dran arbeiten. Das heißt, wir machen hier ein Ressourcenförderband. Ressourcenförderband, dass wir die beiden Sachen auf jeden Fall hier mit drin haben. Dann wollen wir das natürlich hiermit verbinden, damit das beliefert wird. Da machen wir hier noch das Förderband. Dann sollte das eigentlich laufen. Förderband machen wir einmal hier hin. Dann legen wir das einmal hier hin. Dann sollte das auf jeden Fall laufen. Dann können wir das nämlich einmal abreißen. Komm schon. Komm schon. Na komm, wir machen das einfach. Abreißen. Das auch nochmal eben schnell. Ressourcen. Förderband. So. Das dauert relativ lange. Karosserie montieren. Da müssen wir auf jeden Fall ein zweites haben. Eine zweite Karosseriemontage. Das ist relativ wichtig. Dann kommen wir aber nicht in den nächsten Schritt, weil wir da das belegt haben. Oh, toll. Das habe ich nicht bedacht, Leute. Das habe ich nicht bedacht. Das heißt, wir müssten das einmal alles verschieben. Das heißt, das kommt weg. Ich will das nicht, das Auto verdaddeln. Das heißt, abreißen. Wir müssen hier oben einmal hingehen und abreißen. Davor, dass wir das hier einmal ausklingeln wieder und auseinanderbauen. So, Karosseriemontage. Türen haben wir, Türverkleidungen, Scheiben und Außenspiegel montieren. Das ist schon mal gut. Dach, Karosserie haben wir natürlich jetzt noch, ne? Karosserie montieren und alles. Das wird das nächste Forschungsprojekt, Leute. Wird aufwendig, ja, aber ich denke mal, das lohnt sich. Kein Lagerplatz beim Nachfolger. Ja, ja, weil hier alles stockt. Oh Mann! Dachmontage. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. So, dann kommt das hier weg. Wir machen das einmal komplett neu. Zentralverriegelung, alles Slots upgraden, Modelle bearbeiten, kriegt er zur Anwendung und wähle nächstes Projekt. So, dann machen wir hier Karosserie, Karosserie-Spezialisierung, erforschen, danke sehr. Dann werden wir das noch abreißen, zack, 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 machen wir ein bisschen Platz hier. Dann wollen wir hier gucken, dass wir auf jeden Fall das Förderband hier machen. Zack und zack. Dann werden wir das nämlich wieder zusammenfassen hier. Und werden hier, das ist die Karosseriemontage, dann kommt anschließend Dach montieren. Kommt das hier als nächstes, zack. Dann müssen wir noch ein Ressourcenförderband machen, das ist klar, zack. Dann geht es hier weiter mit den Türenmontage. Mit der Türenmontage würde ich direkt im Anschluss machen. Da brauchen wir nicht viel Platz. Förderband, Ressourcenförderband. Und dann machen wir noch ein Förderband von da nach da. Okay, das funktioniert nicht. Okay, dann machen wir es so. Ist auch in Ordnung.
Dann lassen wir das noch weg. Und dann haben wir das erstmal soweit durch. Können wir nämlich das hier im Prinzip schließen, das hier alles wegreißen. Das spart nämlich verdammt viel Platz jetzt. Und sonst hier alles aufgebaut. Egal. Das ist verdammt heftig, das Game. Es gibt viele, viele Möglichkeiten hier, was zu machen. Und, Alter. Rat auf Ressourcen, ja. Ressourcen müssen ankommen, das ist sonst problematisch. Wir brauchen, glaube ich, noch ein Ressourcenförderband. Werden wir machen. Wenn wir das Geld gerade haben. Nein, nicht Forschungsbüro. Erweiterte Fertigung, Zwischenlager, nein. Wo ist es? Da, Ressourcenimporteur. Da ist es. Den werden wir bauen. Ressourcenförderband werden wir hier mit verbinden. Dann haben wir auch das. Das heißt, die Teile sollten eventuell schneller nachkommen noch als eh schon. Weil hier hakt das momentan, weil der auf Ressourcen wartet. Das ist das Problem. Das heißt, wir verdienen auch kein Geld, weil wir keine Autos produzieren und das ist doof. Das ist richtig doof. Okay, jetzt geht's aber voran wieder. Jetzt geht's wieder voran. Gut, hier steht alles. Kein Lagerplatz beim Nachfolger. Ja, ist mir schon klar. Jetzt geht's los. Rohkarosserie montieren, Motorhaube montieren, Kofferraum montieren, Stoßstangen, Kotflügel, Bodenverkleidung, Grill montieren. Alter, heftig. So, dann hätten wir das. Dann machen wir hier Dachproduktion, Lackspezialisierung. Sollen wir die Produktion noch machen? Tankproduktion, Kardanwellenproduktion machen wir auch noch. Wir machen als nächstes die Tankproduktion. Tankproduktion, Kardanwellenproduktion machen wir als nächstes. Wir müssen an die Autos drankommen, dass die auf jeden Fall schneller produziert werden, beziehungsweise wir nicht unbedingt auf die Importeure hier angewiesen sind, sondern wirklich selber herstellen. Das heißt, Kardanwelle können wir dann auch selber herstellen. Das ist dann schon mal gut. Das heißt, die brauchen wir dann nicht mehr zu importieren, sondern können die wirklich selber herstellen. Ich weiß nicht, wie lange die Kardanwelle braucht. Karosserie, nee, Chassismontage. Fahrwerk, Achsen montieren, da. Kardanwelle dauert 2 Minuten, um die zu fertigen. Das geht relativ schnell. Das heißt, wir brauchen nur eine Kardanwellenproduktion. Dann sollte es eigentlich ausreichen. Wie viel kostet die eigentlich? Achsen, Kardanwelle montieren, 25.000, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich weiß nicht, was das kostet, hier die Rohprodukte zu besorgen. Hier den Stahl zu besorgen. Ich weiß nicht, was das kostet. Den können wir jetzt irgendwo sehen. Effizienz. Können wir die Rohprodukte sehen? Was das kostet? Das wäre mal interessant zu wissen. Einnahmen, Ausgaben. Stromeinkauf, ja, Preise. Ah, nach Namen sortieren, okay. Also Achsen haben wir 303 Dollar Preise. Wir haben Stahl. Wir brauchen Stahl. Wo ist Stahl? Können wir irgendwie suchen? Nee, suchen können wir nicht, ne? Ja. Stahl, ich suche jetzt Stahl. Stahl kostet 63 Dollar. Das heißt, wenn wir die Achsen selber produzieren, dann sparen wir verdammt viel Geld. Das nächste ist die Kardanwelle. Da brauchen wir wahrscheinlich Stahl für auch. Da sparen wir auch nochmal Geld. Das ist dann in Ordnung.
Solarwellenproduktion läuft. Okay. Und das ist dann schon mal gut. Das heißt, wir sparen damit im Prinzip Geld, wenn wir die Sachen selber produzieren. Wir können das Rohmaterial im Prinzip relativ billig einkaufen. Und ihr seht, die Folge ist vorbei. Leute, die Folge ist vorbei. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Alter Schwede, ist das Spiel geil. So, wie gesagt, nächste Folge. Bis dahin, Servus und Tschüss.